Ja, und viele Erwartungen werden derzeit auch im Hinblick auf den sogenannten grünen Pass geweckt. Der soll künftig das Ticket für weniger Einschränkungen sein. Und zwar mittels Code am Smartphone oder auch am Zettel, wenn man eine Impfung oder gar Genesung hinter sich hat, beziehungsweise einen Corona-Test gemacht hat. Während die EU von Juni spricht, will die Regierung den Pass österreichweit schon im April. Aber schaffen wir das? Im Hinblick auf die jahrzehntelange Geburt des elektronischen Impfpasses, und wir erinnern uns noch ganz genau alle an die Corona-App, lauern da viele digitale Hürden, berichtet Nicole Kampel. Ein Weg aus der Pandemie soll über die Technik führen. Getestet, geimpft, genesen. Diese Informationen sollen über einen QR-Code abrufbar sein. Ein digitaler grüner Nachweis, sagt die EU. Der grüne Pass heißt das in Österreich. Die Umsetzung läuft. Wir haben ja das System für die getesteten Personen bereits ausgerollt. Das ist vielen Personen schon vertraut. Da hat man den QR-Code auf seinem Nachweis und kann damit nachweisen, dass man getestet ist. Und so ähnlich kann man sich das auch für dann geimpfte Personen und eben auch im internationalen Verkehr vorstellen. Die EU will den Ausweis bis 1. Juni, Österreich schon schneller. Es geht um den wichtigen Tourismus. Doch die erste Kontroverse um den Datenschutz zeichnet sich bereits ab. Die österreichischen QR-Codes auf Testnachweisen führen derzeit nur zu einer Website, während die EU unterschriebene Zertifikate vorsieht. In diesem QR-Code ist wirklich nur eine URL auf einer Webseite. Man kann diese Webseite kopieren, sich selber ein Zertifikat machen, dafür einen QR-Code erstellen. Daran hindert einen überhaupt nichts. Und es ist eben ein zentralisiertes System. Wenn ich mich ausweise beim Friseur oder bei einem etwaigen Sportbesuch, wenn das wieder geöffnet ist, fällt das an zentraler Stelle auf. Ich habe die Möglichkeit, wirklich nachzuschauen, wo sich wann welche Person mit diesem Pass ausgewiesen hat. Derzeit ist es so, dass wir eine sogenannte Online-Prüfung dieses QR-Codes durchführen. Das heißt, da wird direkt beim Einscannen noch einmal geprüft, ob dieses Zertifikat gültig ist. Und dieses System ist etabliert, das funktioniert auch sehr gut. Wir werden das jetzt auch weiterfahren und gehen davon aus, dass wir dann Ende April diesen Prozess nach den EU-Vorgaben umstellen werden für die getesteten und genesenen Personen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen Reisefreiheit innerhalb der EU zurückbekommen. Aber viele Details sind noch offen. Etwa wie lange man nach einer überstandenen Erkrankung als genesen gilt. Unklar ist noch, ob Geimpfte das Virus nicht doch weitergeben können. Klar ist nur, dass neben einer digitalen auch eine analoge Lösung gelten soll, etwa ein Ausdruck. In Österreich kommt noch eine weitere Variante dazu, die E-Card. Der grüne Pass wird in Stufen realisiert. In der ersten Phase wird man mit der E-Card ganz einfach dort, wo man einen Nachweis bringen muss für eine entweder Impfung oder auch für einen Test, beziehungsweise auch für den Status, dass man genesen ist. Dort wird man die E-Card vorzeigen. Die E-Card wird dann gescannt mit einer App, die der Friseur hat oder auch die im Kino oder wo genutzt wird. Und mit dieser App wird festgestellt, dass man eben einen grünen Haken bekommt. Schon am 7. April soll es mit der E-Card losgehen. Der Datenschützer kritisiert die Eile in Österreich. Es ist sehr ähnlich wie bei der Stopp-Corona-App. Man müsste eigentlich nur warten und bekommt ein sauberes System von der europäischen Ebene geliefert. Aber stattdessen muss es unbedingt politischen Aktionismus geben, dass man jetzt im April mit was rausgeht, das fehleranfällig ist, das einen schlechten Datenschutz hat und sehr wahrscheinlich einfach dann zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Die Stopp-Corona-App. Kaufhaus Österreich. Die Pandemie beschleunigt digitale Projekte, aber nicht immer mit Erfolg. Immerhin, der elektronische Impfpass kam früher als gedacht. Nach 12 statt 22 Jahren. Manche Dinge brauchen eine Zeit. Ich gebe zu, dass 22 Jahre sehr lang klingt, aber von der Idee bis zur Realisierung vergeht auch noch mal eine Zeit. Dass es in Österreich oft so lange dauert, liegt nicht nur an der Technik. Bei Daten werde mehr an Risiken als an Nutzen gedacht, sagt der Gesundheitsökonom. Dazu kommt der Föderalismus in einem eigentlich staatlich geprägten System. Es reden also bei diesen Projekten immer sehr, sehr viele Stakeholder mit.
nicht nur jetzt im Bereich der Gebietskörperschaften, es gibt ja auch die diversen Kammern, die Sozialversicherungsträger haben sich jetzt zwar ein bisschen konsolidiert, aber da gibt es ja auch mehrere Träger, die an Bord geholt werden müssen. Das heißt also, hier gibt es immer sehr viele Möglichkeiten, am einen oder anderen Veto quasi zu scheitern. Ein Beispiel ist die elektronische Gesundheitsakte ELGA. Hier gab es vor allem Widerstand von der Ärztekammer. ELGA ging 2014 verspätet online mit Ausstiegsoption. 295.000 Menschen sind aktuell abgemeldet, die meisten von Anfang an, so wie Katharina Schleit. Ich habe mir das System angeschaut und ich war nicht zufrieden, mit wie der Datenschutz da entsprechend abgebildet ist. Einfaches Beispiel, dass jeder Arzt 28 Tage lang auf ELGA Zugriff hat, sobald die E-Card gesteckt worden ist. Der Zeitraum kann zwar verändert werden, doch die Verunsicherung bleibt. Viele, die sich abgemeldet haben, fürchten Datenmissbrauch. Für die Politikwissenschaftlerin nicht überraschend. Es gibt eine gewisse Datenskepsis in Österreich. Datenschutz hat einen großen kulturellen Stellenwert, auch aus historischen Gründen. Oft assoziieren Menschen das Teilen von Daten mit möglicherweise staatlicher Überwachung. Und das ist einigermaßen im Kontrast zu der Tatsache, dass Menschen recht gerne doch ihre Daten mit Firmen teilen und das auf täglicher Basis. Und jetzt geht es darum, glaube ich, auch klarzustellen, Datensammlung ist etwas Gemeinsames, ist gewissermaßen auch eine Frage der Solidarität. Gerade in einer Pandemie ist die Wissenschaft auf Daten angewiesen. Andere Länder haben hier Pionierarbeit für alle geleistet. Bezüglich der neuen Varianten wissen wir sozusagen über deren Gefährlichkeit nur deshalb, weil eben zum Beispiel England oder Dänemark hier umfangreiche Informationssysteme haben. Dort hat das aber auch nicht Halt gemacht. Auch die Durchführung der Immunisierung der Bevölkerung fällt diesen Staaten wesentlich leichter, weil sie Risikopersonen identifizieren können, weil sie rasch mit solchen elektronischen Systemen auch Einladungen verschicken können. Hätte man das bei uns auch machen können? Ja, hätte man. Es wurde ein anderer Weg gewählt. Impfen ist Ländersache. Die Sozialversicherung spricht von einem Fleckerlteppich. Ich würde mir wünschen, dass die Österreicher transparente Informationen bekommen. Das geht leichter, wenn das Impfmanagement zentral gesteuert wird und die Umsetzung mit Unterstützung der Länder und Gemeinden funktioniert. Dann kann man das perfekt umsetzen. Jetzt gibt es unterschiedliche Lösungen in neuen Bundesländern. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle sich gemeinsam bemühen, die Datenqualität zu erhöhen und wir den Anspruch auf Datenhoheit möglichst runterschrauben und Daten als etwas Geteiltes sehen, was uns allen gehört. Nicht zuletzt teilen wir auch alle unsere Daten zum Zweck der Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Und das ist etwas, was wir langfristig, glaube ich, auch aus dieser Pandemie mitnehmen können. Der grüne Nachweis hängt auch von wissenschaftlichen Daten ab. Was passiert etwa, wenn ein Impfstoff gegen eine neue Variante nicht mehr wirkt? Viele Fragen und nur mehr wenig Zeit, wenn der Ausweis mit 1. Juni in der EU gelten soll. Oh.